Tödliches Flammeninferno in Paris. Bei einem verheerenden Großbrand in diesem fünfstöckigen Wohnhaus im Norden der französischen Hauptstadt kommen in der Nacht 8 Menschen ums Leben, unter ihnen 2 Kinder. Es ist die schlimmste Brandkatastrophe in Paris seit 10 Jahren. Ganz schlimm. Leute schrien am Fenster, es war entsetzlich. Sie schrien um Hilfe und auf einmal sprangen sie. Ich habe weggesehen, aber es ist immer noch schwer vorstellbar. 6 Menschen sterben an Rauchvergiftung, 2 durch den verzweifelten Sprung aus dem Fenster. 4 Menschen werden mit Verletzungen behandelt. Die Behörden gehen dem Verdacht der Brandstiftung nach, denn in dem Haus unweit der Basilika Sacré-Cœur in Montmartre wurde die Feuerwehr in der Nacht gleich 2-mal gerufen, im Abstand von 2 Stunden. Beim ersten Feuer brennt nur etwas Papier, beim zweiten Mal greifen die Flammen vom Erdgeschoss auf das Treppenhaus über und wüten bis zum Dach.